Hallo und herzlich willkommen zu Warframe. Heute möchte ich euch einmal mein Cyanex-Bild zeigen und wir legen einmal los. Dieser Bild benötigt drei Former und sieht folgendermaßen aus. Wir haben plus 220% Damage, plus 120% Multishot, plus 60% Fire Rate, plus 60% Multishot, plus 90% Damage, plus 60% Electricity, plus 60% Statuschance, plus 60% Toxin, plus 60% Statuschance, plus 90% Toxin und zu guter Letzt plus 40% Reload Speed, plus 10% Statuschance. Ich sag euch gleich, eine weitere Alternative wäre, ihr packt ein Former mehr rein und nimmt Stunning Speed raus und packt dementsprechend nochmal Electricity mit rein. Das wäre eine Möglichkeit, die man machen könnte. Ich habe mich aber hierfür entschieden, weil ich das mit dem Reload Speed hier ganz angenehm fand und der Bild an sich so her gut passt. Wir haben zu guter Letzt dann Stats von 8% Crit Chance, Crit Multiplier von 1,4, Statuswert von 97,6, mit einem Corrosive Damage von 2193, mit einem Gas Damage von 470,4. Warum der Build so ist, wie er ist, da wir von Haus aus schon eine relativ gute Statuschance haben, habe ich dementsprechend hier auch Wert drauf gelegt, dass wir die Statuschance möglichst Richtung 100% kriegen. Hat nicht ganz geklappt, so wie in dem Bild hier, aber 97,6 ist schon mal ganz gut. Wie ihr schon sehen könnt, gibt es auch zwei Möglichkeiten mit dieser Waffe zu schießen, einmal Auto und einmal Burst. Und im Burst sieht das Ganze dann einmal so aus. Crit Chance von 8%, Crit Multiplier von 1,4, Statuswert von 97,6, beim Corrosive Damage von 1735. Wie ihr schon sehen könnt, wenn ihr den Burst-Modus benutzt, habt ihr kein Gas-Damage mehr. Aber das zeige ich euch jetzt einmal im Video so. Wir haben einmal den Burst-Modus. Burst-Modus heißt, das komplette Magazin, alles was noch drin ist, wird mit einmal verschossen. Der zweite oder der normale Schuss ist einfach eine Kugel, die ja, mehr oder weniger überall hinfliegt, abprallt und sich mehr oder weniger den Gegner sucht. Man kann es schlecht erklären. Man wird sehen, selbst wenn man so ein kleines Stück vorbeischießt, wird die Kugel sich zum Gegner hinschlängeln, sag ich mal. Und jetzt schießen wir einmal mit der Waffe im Burst-Modus. Da seht ihr schon, Damage ist nicht ganz so schlecht. Wie gesagt, alles Level 100 Gegner. Aber wenn wir im normalen Modus schießen mit dem Gas-Damage dazu, seht ihr schon, wie der Damage überall sich verteilt, weil die Wolken halt da sind und alles andere auch noch treffen. Also für Level 100 Gegner gar kein Problem. Ist sie gut nutzbar, haut sie um. Ohne große Probleme, kann ich nur empfehlen. Und dann hier nochmal der Build in der Übersicht. Schreibt gerne in die Kommentare, wie euer Build aussieht, was ihr anders machen würdet. Und ansonsten, wie immer, würde ich mich natürlich über ein Like und ein Abo freuen. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Also bis dahin erstmal, tschüss!